So, einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading bzw. JFD Devisenradar. Halt, Moment, wir haben es erst 9:30 und wollen uns dem FX-Markt zuwenden und nicht gleich auf den DAX schauen, der natürlich hier später beim JFD Live Trading TV im Fokus ist. Heute hier am Dienstag, dem 24. März, der Euro gegenüber dem britischen Pfund, den wir uns auch in der vergangenen Woche schon mal angeschaut haben. Wenn Sie sich entsinnen, auch beim Devisenradar. Hier interessant in der Erscheinung und das insbesondere auf mehreren Zeitebenen. Beginnen wir hier mit dem aus der vergangenen Woche, nämlich dem Wochenchart. Schauen Sie sich das an. Wo hat das Währungspaar hier zunächst seinen Halt gefunden? Knapp über 0,70. Das war das, was wir in der vergangenen Woche bereits thematisiert hatten. Zudem hier das Bollinger Band mit integriert, beziehungsweise vielmehr die Bollinger Bänder. Aber hier das untere Bollinger Band war von Interesse, denn wir sind hier im Vormonat rausgelaufen und hier im aktuellen Monat haben wir natürlich einen extremen Ausbruch nach unten aus dieser Bewegung gesehen, aus dieser Bollinger Band Abwärtsbewegung. Und jetzt sind wir hier, wie war Hammerkerze? Und das war die Vermutung in der vergangenen Woche. Der Monat ist natürlich noch jung und noch längst nicht vorbei, aber es deutete sich schon damals, und da standen wir hier im Bereich 0,7212, 0,7210, eine Art Hammerkerze an. Und jetzt ist diese Kerze hier in wahrer Pracht in Erscheinung getreten. Natürlich, der Monat ist immer noch nicht rum und es herrscht ein gewisses Restrisiko, sodass der Markt natürlich hier nach unten wieder abtauchen könnte. Aber rein technisch, warten Sie mal ab, wie jetzt der Schlusspreis in der kommenden Woche, wenn dann eben hier auch der Monat endet, aussieht. Die Erscheinung einer Hammerkerze dürfte, selbst wenn es jetzt leicht rückläufige Kurse gibt, die es nicht geben muss, aber wenn sie es denn gibt, hat die Kerze hier immer noch eine Erscheinungsform einer Hammerstruktur, die dann hier weiteres Aufwärtspotenzial verspricht. Und Sie sehen das damalige Chance-Risiko-Verhältnis, also hier im Rahmen von 2,5 zu 1, also eine 2,5-fache Chance im Vergleich zum Risiko, ist hier durchaus ableitbar. Jetzt, wenn man denn heute einsteigen würde, wäre das immer noch ein CRV von 1,5 etwa, aber natürlich nicht mehr so attraktiv. Tatsache ist aber auch, die Monatskerze ist eben noch nicht rum und es kann sich hier natürlich immer noch viel tun. Das muss man natürlich ganz klar wissen und ganz klar abwägen. Aber das Setup hier auf Monatsbasis im Big Picture sehr, sehr interessant mit dieser Hammerkerze. Und da kommen wir jetzt auch schon gleich zum Tagesschart. Hier eben unlängst die Tendenz, dass wir hier aus diesem kurzfristigen Abwärtstrend ausbrechen und diesen kurzfristigen Aufwärtstrend hier vielmehr bestätigen. Genau das erfolgte eben in der vergangenen Woche. Wir haben hier einen schönen Aufwärtslauf gesehen, der dann eben jetzt hier punktuell bis zu diesem nächsten Abwärtstrend, der hier aus dem vergangenen Jahr herrührt. Sie sehen es hier von diesem Hochpunkt hier oben. Mitte Dezember haben wir hier diese Abwärtstrendlinie, die dann eben im Dezember noch, beziehungsweise vielmehr Anfang Januar hier mehrere Auflagepunkte genoss. Und genau da schieben wir uns gerade drüber. Sehen Sie das? Wir sind hier gerade nah am Tageshoch und schieben uns über diese Kerze drüber. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erscheinung, die hier durchaus ja, Mut macht für mehr. Das Währungspaar selber ist aktuell schon na, 46 Pips gelaufen, wenn ich das richtig sehe, ganz genau. Und hat hier im Schnitt eine Range von um die 60 bis 70 Pips. Das heißt natürlich, dass wir hier jetzt rein vom Potenzial der Tagesrange schon ein Stück weit erschöpft sind. Aber es ist natürlich dennoch so, dass wenn wir hier ausbrechen, gerade auf dieses Cross-Rate Pair Euro-Britisch-Pfund bezogen, sich hier erhebliches Aufwärtspotenzial eröffnet. Wir reden hier dann von einer Aufwärtsbewegung, die mit Sicht auf die nächsten Tage bzw. vielmehr Wochen in Richtung 0,78 streben dürfte. Das spricht auch dafür, dass der Euro hier durchaus einen Auftrieb erfahren könnte. Fundamental, aus welcher Richtung auch immer geartet, es sieht so aus, als würde sich hier ein weiteres Potenzial nach oben eröffnen und als hätte der Markt die Chance, hier tatsächlich nach oben auszubrechen und hier Euro stützend und auch das Euro Crosspair, Euro British Pound hier stützend, entsprechend nach oben zu heben. Das British Pfund dürfte hier im Kontext dann schwächer notieren als der Euro und das dürfte sich hier entsprechend bullisch auswirken und gerade hier auf Tagesbasis verspricht sich mit einem Ausbruch über 0,7350, wenn er denn heute kommt und die Chancen stehen dafür mal gar nicht so schlecht, will ich sagen, dass wir dann hier deutlich nach oben rausziehen können und wenn es dann eben dazu kommt, dass wir hier oben dieses Level 0,78 erreichen, dann müssen wir die Situation mal neu bewerten, denn hier haben wir einen massiven Widerstand, der sich hier aus den letzten Monaten im alten Jahr herleiten lässt. Da sehen Sie hier diese massive Widerstandszone, aber bis dahin hat das Währungspaar kurzfristiges Potenzial, wenn denn der Auftrieb jetzt hier so weitergeht wie in den vergangenen Tagen. Achten Sie auf das heutige
geschehen. Vielleicht nehmen wir das Währungspaar später nochmal im JFD-Livestream nochmal separat unter die Lupe, um hier dann praktisch abzuwägen, wie es denn hier weitergehen könnte. Aber Tatsache ist, der Ausbruch steht bevor und es deutet sich hier an, dass eine weitere Performance Einzug halten dürfte. Gehen wir noch ganz kurz in den Tagesschart. Das sieht natürlich ähnlich aus. Wir haben hier eine sehr schöne Aufwärtsstruktur. Höhere Hochs werden hier begleitet von höheren Tiefs. Hier gerade diese starke Ausbruchskerze. Wir haben auch noch das Widerstandslevel hier seit den gestrigen Nachmittagsstunden überwunden. Und das ist jetzt intraday gesehen ein Supportbereich für Sie. Wenn Sie das britische Pfund anschauen, den Euro vielmehr gegenüber dem britischen Pfund, dann achten Sie auf dieses Level hier. Rund 0,7325. Das Niveau muss verteidigt werden, damit es hier weitergeht. Und ein Pullback an dieses Level wäre unter Umständen eine nachträgliche Einstiegschance. Und dazu könnte es vielleicht kommen, wenn wir in einer guten Stunde hier wieder Daten aus Great Britain bekommen. Es ist heute wieder mal ein berühmter Dienstag. Wir haben einiges an News. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob ich das direkt auf die Agenda geführt bekomme. Da gibt es einiges an Daten, die uns hier erwarten. Und das heißt, ab 10:30 Uhr Augen auf, da könnte sich die Wolle beim Euro gegenüber dem britischen Pfund bzw. dem britischen Pfund selbst extrem erhöhen. Und dazu sind wir hier gleich im Bilde. Da habe ich es Ihnen aufgeführt. Hier ab 10:30 Uhr kommt eine ganze Armada an Daten aus oder für Great Britain. Und das heißt, hier aufgepasst, hier dürfte mit einer starken Volatilität oder sollte eine starke Volatilität berücksichtigt werden, die natürlich das Währungspaar einerseits in Sachen Pullback nochmal antreiben könnte. In Sachen Pullback hier an 0,73. 25, 0,7330 oder aber dann direkt weiter beflügeln dürfte, um hier dann praktisch einen deutlichen Ausbruch zu vollziehen. Denken Sie dran, über 0,7350 per Daily Close haben wir hier auf Tagesbasis den Ausbruch vollzogen. Sehr, sehr interessante Situation. Ich hoffe, Sie sind dabei und beobachten das Währungspaar, wie es sich denn hier weiterentwickelt. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle jetzt erstmal einen erfolgreichen Handelstag in aller Würze und Glücklichkeit. Wenn wir uns später nochmal hören, würde ich mich freuen. Gegen 10:30 Uhr spätestens schalten wir das JFD Live Trading nochmal auf und wollen uns den DAX anschauen. Dann vielleicht auch direkt nochmals hier einen Blick auf die British Pound Pairs. Macht natürlich Sinn zu dieser Zeit. In dem Zusammenhang danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Ich sage jetzt erstmal bis später und wünsche Ihnen noch bis dahin eine gute Zeit. Ihr Christian Kämmerer.